Willkommen zurück zum Let's Play Postmortem. Und ich muss ja sagen, Chris hat mir ja unwahrscheinlich viel Hoffnung gemacht im Punkt, das wird noch voll gruselig an manchen Stellen, so nach dem Motto. Danke, danke. Ich habe ja jetzt schon Schiss vor diesen komischen Duschvorhang. Ich versuche mein Glück nochmal im Hotel. Irgendwie muss der doch zufriedengestellt werden, oder? Ach, sie schon wieder. Ich sollte aufhören, nebenbei Chips zu essen. Ich mache sonst zu viele Geräusche. inwieweit ist Madame Loiseau in diesem Fall verwickelt? Inwieweit ist Madame Loiseau in diesem Fall verwickelt? Ich verstehe das einfach nicht. Ist sie Zeugin? Wird sie verdächtigt? Kann man ihr trauen? Madame Loiseau ist ein wenig exzentrisch, aber unsere beste Kundin. Sie wohnt hier seit mehreren Jahren. Oh, das ist aber eine gute Kundin, wenn die da wirklich mehrere Jahre wohnt. Nicht schlecht, dass sie sich das leisten kann. Madame Loiseau, ist die nicht ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen plemplem? Hat aber wenige schön durch Menschen die Blume ausgedrückt. Würden es wagen, sich damit wichtig zu machen, das Böse zu spüren. Also ich jedenfalls würde das nicht wagen. Unsinn und Aberglaube. Gibt es eine böse Präsenz, dann ist sie menschlich. Der Mensch kann monströs sein. Gut, wenn Sie nichts dagegen haben, die Pflicht ruft. Auf Wiedersehen, Sir. Der will nicht mit mir reden. Ich hab das so versaut. Monsieur? Vor allem, ach nee, ich wollte keine Chips essen. Böse Tüte. Vor allem, oh Mann. Ich hätte bestimmt in die anderen Räume gekonnt, weil die Tür ist ja abgeschlossen, also versiegelt. Und da hätte ich bestimmt über einen anderen Raum reinkommen können oder so. Jetzt habe ich mir das voll verscherzt. Ich hätte echt auswählen sollen hier, dass ich die Rechnung bezahlen will und so. Oh Gott. Die Polizei hat einen Verdächtigen. Ich habe den Bericht des Kommissars gesehen. Was wissen Sie über den Mann, der den Abend neben dem Fenster verbracht hat? Das stimmt. Er war in der Mordnacht hier. Da war ein Mann im Bericht? Okay. Bis wann blieb dieser Mann hier? Warten Sie, ich erinnere mich. Er kam gegen 20 Uhr, nahm in der Nähe des Fensters Platz und verschwand kurz vor dem Gewitter. Gegen 23 Uhr. Und genau, das wollte ich. Er blieb dort den ganzen Abend allein? Warten Sie, ich überlege. Ich habe gesehen, wie er einen Augenblick mit Malais sprach. Ja, Malais war doch der, der gegangen ist. Wer ist denn dieser Malais? Also dieser Theo Malais. Das ist ein Angestellter des Orphée, ein Faulenzer. War nicht ehemaliger Angestellter? Warum ein Taugenichts? Er wettet gern, aber hinterher muss man seine Schulden bezahlen. Ein Teufelskreis. Malais ist ein schräger Typ. Sind wir nicht alle schräge Typen? Haben Sie bemerkt, ob Malais diesem Mann Geld zugesteckt hat? Nein. Das war der Mann, der Malais Geld gab. Ich erinnere mich, es waren Scheine. Okay. Und Sie wissen, wo ich diesen Malais finden kann? Malais ist ständig im Alambique, ein Künstlerbistro im 14. Bezirk. Dort verspielt er seinen ganzen Lohn. Ich dachte echt, der Malais wäre ein ehemaliger Angestellter. Haben Sie gesehen, welche Richtung er beim Rausgehen einschlug? Ich weiß nicht. Von hier aus kann man nicht nach draußen sehen. Gehen Sie zum Orphée. Der Rezeptionist, Petit, weiß es wahrscheinlich. Er hat in jener Nacht Dienst gehabt. Ja, der will aber nicht mehr mit mir reden, so Haben wirklich. Sie die Whites mit diesem Mann gesehen? Ich habe die Whites niemals gesehen. Bei keiner Gelegenheit. Ich kann sie also nicht mit diesem Mann gesehen haben. Sind die Whites sind nie, die Café Whites nie genau. ins Café gekommen? Das wüsste ich. Zwei Amerikaner außerhalb der Touristensaison. Das fällt auf. Aber wenn Sie sicher gehen wollen, fragen Sie doch bei der Rezeption des Orphée nach. Nein, der will ja nicht mit mir reden. Die wissen es vielleicht.
Ah, nee, das will ich also noch. Also haben diese zwei Männer vielleicht gar nichts mit dem Mord an den Whites zu tun. Tut mir leid, das ist Ihr Fall und nicht meiner. Ich kann Ihnen nur Tatsachen mitteilen, sonst nichts. Können Sie mir eine Beschreibung dieser geheimnisvollen Person geben? Können Sie ihn zeichnen? Also wirklich, ich beschreibe ihn Ihnen sofort. Er kann doch zeichnen. Er war groß, sehr groß. Ein dicker Schnurrbart, schwarz, in einem ziemlich eckigen Gesicht. Und furchterregende Augen, fast drohend, ein knallharter Typ. Gut, dann zeichne ich ihn. Wenn ich mich jetzt noch an alles erinnere. Nein, ach, das ist die Visitenkarte. Nein, das wollte ich nicht. Da. Also es war ein Schnurrbart. Eckiges Gesicht. Geil. Schnurrbart. Nein, der hat denn sowas nicht, nein. Mund weiß ich nicht. Egal. Ach, da sind der Schnurrbart. Der ist aber nicht schwarz. Aber es gibt nur die, ne? Dann nehme ich eher den. Von Brille hat er nichts gesagt. Eckiges Gesicht. Ach, das Gesicht bleibt so, oder was? Von den Ohren hat er auch nichts gesagt. Aber drohende Augen. Werden es wohl nicht die gewesen sein. Die sind genial. Nee, das... Also ich finde das ein... Sehr drohende Augen. Da sieht er gelangweilt aus. Oder sind das drohende Augen? Nee, ne? Er kann aber schnell zeichnen. Monsieur? Erkennen Sie diesen Mann wieder? Nein, das ist er wirklich nicht. Keine Ähnlichkeit. Ich bin gut drin, ne? Keine Ursache. Ich bin gut im Zeichnen, ich wusste es. Nein, die kann weg. Die Zeichnung. Ah, der Schnauzer stimmt doch. Dass er nicht wenigstens sagt, ja, aber das stimmt, das stimmt. Das Problem ist, ich kenne halt nicht... Den Rest. Keine Ahnung. Nee, dafür habe ich doch... Oder warte mal. Bericht? Nee, das ist der Autopsiebericht. Keine Brille, kleine dunkle Augen, großer Mund, schmale Lippen. Boxernase. Versuche ich das mal. Großer Mund und schmale Lippen. Das ist aber kein großer Mund, aber das sind schmale Lippen. Oder das da? Das sieht ja sehr schräg aus. Boxernase. Das? Nee. Doch, oder? Das ist die einzige Möglichkeit, die da bleibt. Das ist doch keine Boxernase. Aber der hatte schon mal keine Brille. Keine Brille. Ich versuche mein Glück erneut. Wahrscheinlich wieder zwecklos, aber egal. Wir haben doch Zeit. Monsieur, sind Sie nicht gerade mit einer Ermittlung beschäftigt? Ja, deswegen frag ich... Sie sind so gemein. So gemein. Serviert mich einfach Monsieur, ab. Monsieur, sind Sie nicht gerade mit einer Ermittlung beschäftigt? Nee, eben nicht. Dann zeige ich dir den Verdächtigen eben nicht. So, jetzt habe ich sie gegeben. Ach, Sie schon wieder. Ja, ich schon wieder. Dank Ihrer Hilfe konnte ich das Porträt eines potenziell Verdächtigen herstellen. Es ist nicht perfekt, aber ich glaube, damit haben wir eine Spur.
Bleibt nur noch, es der Polizei zu zeigen. Aber das ist doch der Kerl mit dem Schnurrbart. Er ist also der Schuldige? Genau. Moment mal, Monsieur Petit. Ich wollte gerade sagen. Nie behauptet, dass dieser Mann schuldig ist. Ich kenne nicht einmal seinen Namen. Mit so einem mörderischen Blick muss er das sein. Gut, wenn Sie nichts dagegen haben, die Pflicht ruft. Auf Wiedersehen, Sir. Ich würde gerne mich in den anderen Räumlichkeiten umsehen, wenn das möglich wäre. Ja. Aber jetzt kann ich da in diese Kneipe rein, um mit dem Malé zu reden. Ach, und ich nehme das ganz am Stück auf. Ich werde das dementsprechend mir praktisch schneiden. Hallo, Schatz. Schon eine Weile her, dass wir dich gesehen haben. Berenice, was für eine Überraschung. Hör mal, ich hab's etwas eilig, aber kennst du einen gewissen Malé? Theo Malé? Nein. Aber der Wirt bestimmt. Er ist gerade hier. Weißt du, Hulot kennt sie alle. Du bist so charmant wie immer. Danke, Berenice. Nenn mich BB wie alle anderen. Also, ich muss jetzt auch los, Schatz. Die Arbeit ruft. Bis bald, okay? Naja, du kennst ja meine Adresse. Also, komm vorbei, wenn du Lust hast. Ciao. Aha, vorbeikommen, klar. Ciao. Die hat ihn doch mit den Blicken ausgezogen. Die sind so verdächtig, So verdächtig beweglich. Hallo. Oh mein Gott, ist diese Kneipe groß. Hätte ich gar nicht gedacht. Hallo, hallo, schmeckt's? Gut, das freut mich. Ja, ich habe überall Gift reingetan. Ja. Ach, dem geht's auch gut, ne? Mehr irgendwie die Angewohnheit, mich relativ genau umzusehen. Also, ich gewinne. Zeig mal her. Königin und ihre drei Schwestern. Ach nein, machst du das mit Absicht? Ein Dreierpasch. Du verdirbst mir einen Dreierpasch mit Assen. Na, jetzt reicht's. Ich hau ab. Hey, Hulot. Du wirst doch wohl jetzt nicht gehen, gerade wo ich mir deine Kiste ausleihen wollte. Spiel dich nicht so auf, Malé. Du meinst wohl, weil du bezahlt hast, kannst du hier machen, was du willst. Aber da ist ja MacPherson. Hey, MacPherson, komm mal rüber. MacPherson? Wer ist das? Noch ein Amerikaner in Paris, der mittellos ist. Ich stell dich vor. MacPherson, das ist genau, Theo Malé. Genau, den haben wir ja gesucht.